Überwindung der Trennung durch Verbundenheit. Ja, im letzten Video ging es ja darum, dass wir unseren eigenen Frieden finden in uns, und zwar mit den verlorenen Kindern dieser Welt, die wir oft in den Regierungen finden, in korrupten Großkonzernen und so weiter. Und für diejenigen, die das Video noch nicht gesehen haben, verlinke ich das natürlich nochmal, da es gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig ist, auch damit in den Frieden zu kommen. Und heute zum Neumond gehen wir in den Frieden bzw. in die Verbindung mit unseren wahrhaftigen Brüdern und Schwestern, die man daran erkennt, dass sie zum Wohle aller wirken, ihre Bestimmung leben oder auf dem Weg dorthin sind und dem Göttlichen dienen. Und damit meine ich jetzt keine Religionen. Und wir können uns auf zwei Arten mit diesen wahrhaftigen Brüdern und Schwestern verbinden, die wir nicht immer unbedingt in der eigenen Familie finden, sondern oftmals im Freundes- und Bekanntenkreis oder zufälligen Begegnungen zum Beispiel auch. Und da kann einmal die Verbindung stattfinden von Mensch zu Mensch, also wirklich quasi leibhaftig. Aber es gibt auch eine Verbindung, die wir im Geiste durchführen können, indem wir uns mit unseren geistigen Brüdern und Schwestern verbinden. Denn wir wissen ja, alles entsteht erst im Geist und dann folgt die Materie. Und von daher macht das durchaus Sinn, sich erstmal auf der geistigen Ebene auch zu verbinden. Und das kann man zum Beispiel durch Meditation machen. Und speziell dafür habe ich auch eine Meditation entwickelt, die ich mit euch in der Kosmischen Universität teile. Und das Ganze geht natürlich wieder auf Spendenbasis. Und hin und wieder habe ich Anfragen bekommen von ganz lieben Menschen, die gesagt haben, ich lebe von Hartz IV oder ich habe nur eine ganz kleine Rente und weiß manchmal schon am 25. nicht, wovon ich meine Lebensmittel zahlen soll. Und ich habe leider nichts, was ich spenden könnte. Kann ich mir die Meditation trotzdem anschauen? Ja, natürlich. Deswegen habe ich das ja auch auf Spendenbasis online gestellt, sodass es jedem zugänglich ist, der diese Meditation machen möchte oder vielleicht auch gerade braucht. Und zu Zeiten des goldenen Zeitalters war es sowieso so, dass alles jedem zur Verfügung stand. Und wir bewegen uns jetzt auf das goldene Zeitalter zu und darum sollten wir uns, wo immer es geht, auch so verhalten wie im goldenen Zeitalter. Im goldenen Zeitalter ist es so, dass jeder Mensch sich seiner eigenen Bestimmung bewusst ist. Jeder kommt hier mit einer Bestimmung oder einer Begabung auf die Welt. Und wenn man sich darüber im Klaren ist, was das ist, dann ist das nicht nur unsere Aufgabe, sondern im Grunde genommen auch unsere Verpflichtung, diese Begabung mit anderen Menschen zu teilen, weil die anderen Menschen diese Gaben von uns brauchen, für ihre eigene Entwicklung. Und wenn jeder so lebt, wenn jeder seine Begabungen nach außen hin lebt und sie mit seinen Brüdern und Schwestern teilt, dann ist immer für alles gesorgt. Und zudem möchte ich mich natürlich an dieser Stelle auch nochmal bedanken für all die Spenden. Und was ich dabei erkenne, ist eben auch, dass es im Grunde genommen eine Gemeinschaft ist, die sich hier bildet, wo jeder das in unser Gemeinschaftsfeld gibt, was er geben kann. Und alle werden von allen getragen. Und das ist ganz wundervoll, das zu sehen. Und wir bereits uns so weit entwickelt haben, diese Gemeinschaft jetzt hier zu leben. Und das kommt natürlich auch energetisch in unser Feld. Und es ist oft noch nicht sichtbar im Mainstream, der natürlich nicht darüber berichtet. Aber im Verborgenen ist es einfach da. Und man sieht es überall. Und ich bin sehr, sehr dankbar jedem Einzelnen dafür.
So, und jetzt teile ich mit euch meine Gabe, eben diese Meditation zu erstellen. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und ich wünsche euch viel Freude dabei. Ich möchte vielleicht noch mal eben kurz dazu sagen, dass es ein Live-Mitschnitt ist. Ich habe diese Meditation hier in Neuseeland durchgeführt mit einer Seelenschwester, einem Seelenbruder und wir saßen am Feuer und von daher hört man im Hintergrund das Knistern und Knacken ein bisschen, was ich ganz schön finde, dass es uns ein Gefühl geben kann, dass wir alle zusammen im Kreis um ein Feuer sitzen und gemeinsam meditieren. Und ich wünsche euch viel Freude dabei.